Ja, haha, ich wusste es. Ihr wollt auch wissen, wie es zu Ende geht mit dem Spiel. Also, ja. Keine Müdigkeit vorschützen, gleich auf zum U-Boot und wir machen hier gleich mal den Deckel weg. Ich hätte echt gedacht, dass wir mit dem Bolzenschneider hier irgendwas zerschneiden, aber offenbar wubbeln wir das hier nur auf und schauen uns das Ganze mal an. Wenn ich damit herumfusche, wird sich Havoc umschauen. Ja, genau, da fehlt nämlich was. Warum fehlt da eigentlich was? Das Boot müsste doch eigentlich im Originalzustand sein. So, auf jeden Fall hat es jetzt etwas, das gefehlt hat. Ich glaube, es ist nicht gesund, wenn ich das Ding auf den roten Bereich drehe. Upsa. Hoppenla. War ich das etwa? Tja, ich glaube, Agent B ist jetzt in Sicherheit. Achso, ich muss die Klappe, glaube ich, wieder. Oh, oh. Ich sollte eigentlich mal Agent B. Are you coming, Onyx? No? Oh, fine. Agent A? What? You're alive? Ja, natürlich. It's too late to stop us now. Okay, sie kann echt nicht zielen. Tschüss. Zu spät. Haha, mal sehen, wie weit sie in dieser Blechdose kommt. Ja, ach so, sollte aufpassen, dass sie nicht entkommt. Ja, ich gehe ja. Oh nein, der Rückweg ist blockiert. Was? Wo? Und dann muss ich dahin. Und dann muss ich dahin. Jetzt wird es ja sogar actionmäßig. Das ist ein sehr getarntes U-Boot. So schön, dass wir den Deckel offen gelassen haben. Tja, wer billig kauft, kauft zweimal. What have you done, Agent A? Mein Job. Alles in kaputt machen. A spot of bother, Agent LaRouge. Not to worry, Havoc here to clean up your mess yet again. Just get on with it. Stand jetzt aber nicht im Plan. A nice try, Agent A. But once again, I have outdone you. Au revoir. Das ist nicht gut. Sie entwischt mir. Denk nach, Agent A. Denk nach. Oh, ich weiß es. Guck mal, was ich da gefunden habe. Raketenrucksack. Jetzt oder nie, Raketenrucksack. Agent B's Leben steht auf dem Spiel. Enttäusch mich nicht, Freund. Jo. Ich glaube, das Ding funktioniert auch unter Wasser. Au! Irgendwas hat's getroffen. Wow! Rolf Raketenrucksack. Agent A triumphiert erneut. Upsa, ich sollte vielleicht nicht da rumstehen. Sieht so aus, als hätte ich Rubys Flucht torpediert. Immerhin ist sie mit einem Knall abgetreten. Ich wäre mir da nicht so sicher. Bon voyage, Ruby LaRouge. Ist das nicht ein bisschen arg selbstverliebt? Nur weil wir da eine Explosion gesehen haben, wissen wir, das Ding hätte auch irgendein, weiß ich nicht, ein altes Fass vertreffen können. Oder einfach so kaputt gehen können. Naja. Aber was machen wir jetzt mit unserem Boss? Der muss Very doch eigentlich... Very clever, Agent A. Very clever indeed. I suppose I can't blame you, though. You were only doing what I taught you to do. Of course, Havoc could do with an agent of your caliber. We certainly have a few positions to fill now, thanks to you. Immer gern geschehen. What do you say? Care to join your old boss? So, das kann ich aber besser. Hey, Onyx! Na du? Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Das war garantiert nicht das Letzte, was wir vom Boss gehört haben. Hast du Hunger, Kätzchen? Dieser Spionagekram macht Kohldampf, oder? Du magst doch Fisch.
Tja, zufällig weiß ich, wo wir welchen herkriegen. Da ist nur leider dieser verrückte Vogel. Der ist ein bisschen verfressen. Hey, wo ist eigentlich die Küche in diesem irren Versteck? Agent A. Ein verstecktes Rätsel. War, glaube ich, die deutsche Übersetzung. Von Jack und Co. Oh Gott, Leute, ich lese es mal. Hä, jetzt geht das aber schnell. Ihr seid aber nicht sonderlich stolz. Besonderen Dank. Lisa Z. Das war die einzige, die hier einen kurzen Namen hat. Übersetzung. Unity Media bla. Nein, Unity mit Unity erstellt. Leute, geht es schnell. Ich hätte gedacht, die Mitwirkenden laufen jetzt hier so langsam durch, dass man das sich auch durchlesen kann. Eingehende Nachricht von Agent A. Agent B. Hier ist Agent A. Der Boss war ein Doppelagent. Ach, das ist das, was Agent B bekommt. Sie sind in großer Gefahr. Fortfahren. Wieso kann ich da immer noch fortfahren? Ich klicke mal drauf. Very clever, Agent A. Very clever. Ach, das ist die Endsequenz. I suppose I can't blame you though. You were only doing what I taught you to do. Ich kann's nicht abbrechen. Of course, Havoc could do with an agent of your caliber. Ja, dann lasse ich das doch einfach mal im Hintergrund laufen, ohne Ton. Und, ach, es läuft auch nicht weiter. Ach, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, dann mache ich jetzt hier kurz einen Schnitt und dann warte ich, bis das da wieder zu Ende ist. We have a few positions to fill now. Thanks to you. What do you say? Care to join your old boss? Ich kann es wirklich nicht abbrechen. Man kann diese Cutscenes nicht überspringen. Oh, ich glaube, mit Leertaste kann man's. Ach nee. Das war jetzt zufälligerweise nur exakt genau in dem Moment. Ja, vielleicht schneide ich es auch nicht raus und lasse es drin. Habt ihr dann wahrscheinlich gemerkt. Gut, aber jetzt ist ja auch der ganze Sound weg. Also das Gerede, nur noch die Hintergrundmusik. Dann kann ich jetzt ein Fazit ziehen. Vor allem nachdem jetzt nur 7 Minuten in der letzten Folge sind. Das war jetzt auch ein bisschen, naja, kann man ja schlecht planen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein halb zerstörtes Gangsterversteck, Spionenversteck übernommen, offensichtlich. Wie wir uns entschieden haben, bleibt offen. Aber ich glaube nicht, dass wir übertreten. Sie haben Agent B ist gerettet, MIA braucht uns ja. Wir brauchen jetzt auch einen neuen Chef. Ich finde, mit unserer hervorragenden Leistung könnten die uns als neuen Chef einstellen. So, Fazit zum Spiel. Sind wir mal aus der Rolle jetzt draußen. Fazit zum Spiel von mir. Hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Die Rätsel waren, bis auf diese eine Stelle, wo ich tatsächlich nachgeguckt habe, echt fair, echt für mich gesehen einfach. Nicht, also manche waren zu einfach. Es war keines wirklich zu schwierig oder unlösbar. Und deswegen eigentlich ein ganz nettes Abenteuer-Rätselspiel. Die Story, ja gut, die hätte man sich jetzt ein bisschen besser wünschen können. Grafisch finde ich das Spiel super. Auch spieltechnisch nicht schlecht. Und ja. Also hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Spätestens wenn ihr bis hierhin geguckt habt, hat es euch wahrscheinlich Spaß gemacht. Was ist da noch? Ach, das sind nochmal die Mitwirkenden. Kann ich aber, die laufen auch da so schnell durch. Ja, das ist schön. Tja. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwann einen Nachfolger geben wird. Die Endsequenz hat ja vielleicht so ein bisschen Agent B gezeigt, wo wir dann wissen, dass Agent B eine Frau ist. Ja, also ja, nettes kleines Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Habe ich jetzt in zwei Tagen, habe ich das mal eben durchweg aufgenommen. Das Let's Play, ich weiß nicht, wie viele Folgen am Ende entstanden sind. Ich glaube, irgendwie so 10, 11, 12 oder so dürften es gewesen sein. Ich habe noch gar nicht geschnitten. Ja, also solche kleineren Spiele würde ich häufiger mal auf den Kanal bringen. Wenn sollte sich tatsächlich jemand das hier angucken und es gut ankommen, dann auf jeden Fall. Ansonsten muss ich mal gucken, wann ich mal wieder Lust dazu habe. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Egal bei welchem Spiel, ich hoffe, ihr bleibt mir treu.
an der Stelle vielleicht doch nochmal so ein kleines. Wenn, also das Abo ist ja quasi nur so ein kleiner Klick und wenn da mal irgendwann wieder ein neues Projekt kommt, dann, und ihr habt die Glocke aktiviert, dann merkt ihr es auch. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei was auch immer. Viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays. Ach, keine Ahnung, ich rede Müll. Macht's gut, Leute, ihr wisst am besten, was gut für euch ist. Und ansonsten, in diesem Sinne, ciao, tschüss.